Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Scheint so, als würden wir am Dojo ausgesetzt werden. Ja, tatsächlich. Moment, hä, geh in die Bar und sprich mit den Yakuzas, um dir eine Mission auszusuchen. Zwischen den Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Okay, ich glaube, wir sollen immer nach einem Einsatz trainieren. Weil es dann eine neue Kata zu lernen gibt. Konnichiwa, Scott-san. Moin. Also machen wir das doch direkt. Dann brauchen wir nichts nachholen. Konnichiwa, Scott-san. Hallo. Du machst Fortschritte. Vater erlaubt dir das Erlernen ja, der neuen Technik. Sieh dir die Schriftrollen an. Los geht's. Ja, wollen wir. Wollen wir. Du musst innerhalb von einer Minute mindestens 10-mal treffen. Bin ich zu schnell? Aua. Mach schon, Scott-san. Ja, mach ich doch. Nice. Holy shit, wie ich die Dinger gefarmt habe gerade. Deine Feinde sollten dich fürchten. Hä? Sorry, Scott. Es gibt im Moment nichts zu lernen. Ey, was war das denn jetzt Komisches? Oh ja. Sorry, Scott. Sieh dir die. Ja, ist ja gut. Oh, sieh dir die Schriftrollen an. Oh, ich zeige dir, wie man zuschlägt. Beziehungsweise Schwerthiebe ausführt, was wir schon seit Anfang an wissen. Ist ja jetzt nichts Neues. Ich dachte, wir lernen jetzt eine richtig geile neue Kata, aber nö. Wie sagt man eigentlich? Ein neues Kata oder eine? Eine neue Kata. Wie sagt man? Ich weiß es nicht. Aber laut der deutschen Sprache, was es logischerweise nicht ist, das ist mir klar, aber mit der Endung A hört es sich sehr weiblich an, deswegen sage ich eine Kata. Wahrscheinlich falsch, aber gut. Scheiß drauf in diesem Fall. Okay. Hallo, Scott-san. Hallo. Machen wir trotzdem so. Spielhöllendistrikt, empfohlene Respektstufe 3. Sie hatten dort Erfolg, wo alle versagt haben. Oh. Sie haben den wahnsinnigen Mitsumi bei seinen eigenen verrückten Spielen geschlagen. Mhm. Jetzt ist er wieder beim Clan. Alles ist gut. Glückwunsch, Scott-san. Trotzdem wirkt er immer noch sehr unruhig, der Junge. Aber nun gut. Was war das denn gerade? Hey Scott, wie geht's denn so? Ja moin. Hast du was Neues? Hey Scott, willst du eine neue Knarre für deine Privatsammlung? Mhm. Du musst sie dir natürlich erst verdienen. Machen wir. Und tatsächlich sind jetzt 4 von 5 Waffen links freigeschalten. Du musst 80% der Ziele treffen. Ah, nachladen, schnell. Nochmal nachladen. Ja, das war scheiße, oder? Ja. Tut mir leid. Das reicht. Ja, hast du gerade schon gesagt. Wie viel müssten wir denn treffen für 80%? 8? 16 oder nicht? Wir hatten doch 16. Mindestens 80% der Ziele. Das sind bei 10 Zielen 8 und bei 20 Zielen 16. Oder waren es keine 20 Ziele? Hey Scott, ich habe da ein paar nette Spielzeuge in meiner Waffensammlung. Probier's ja, okay, dann müssten es 21 Ziele gewesen sein. Aber wenn es 19 Ziele gewesen wären, dann hätte ich es ja auch geschafft. Oder 18 oder alles, was halt da drunter ist.
Okay, 7 von 7, glaube ich. Nein, was tue ich denn? Ach man, einen schon wieder verfehlt. Ah! Tut mir leid. Scheiße! Das reicht nicht. Ja, weil ich den einen Kack da verfehlt habe. Komm, ja, hör auf, blöd rumzulabern. Lass mich die Scheiße jetzt nochmal neu machen. Mann! Verdammt nochmal. Das kann doch echt nicht sein hier. Okay, nice, 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 schnell. Okay, wunderbar. Wunderbar. Holy shit. Exzellent. Das Baby gehört jetzt zu deiner Sammlung. Okay. Willst du dein Schießen verbessern, Scott? Ein bisschen üben? Nee, nicht mehr. Wenn wir keine Narre mehr zur Auswahl kriegen, dann nicht. Die haben wir. Ach so, jo, stimmt. Als ich vergessen habe zu sagen, wo ich gerade hier die Type 89 war, glaube ich, aufgenommen habe. Es gab einen Fehler mit der Datei, deswegen musste ich die Mission nochmal spielen. Es könnte sein, dass meine, wie heißen sie, Respektpunkte jetzt, ach so, nee, 4 von 6, nicht 4 von 5, dass meine Respektpunkte jetzt anders sind oder dass die Waffen anders sind, die ich halt dabei habe. Ja, Moment mal, das ist doch der, ist das nicht der Revolver hier? Das ist ein anderer. Na gut, oder dass halt meine Waffen anders sind, die dabei hatte oder habe, wie auch immer. Aber ich denke, das sollte sowieso nicht so schlimm sein, weil wir uns hier jetzt nochmal neu ausrüsten werden. Und ich denke, ja, obwohl doch. Ich denke, wir nehmen den Revolver mit. Ich wollte eigentlich auch die Pistole mal wieder nehmen. Aber ich meine, warum nicht beide? Lasst uns einfach beide nehmen. Und dann ist alles gut. Die könnten ein bisschen schneller respawnen, finde ich. Damit man halt nicht so lange da blöd rumstehen muss. Weil es wahrscheinlich beim privaten Spielen okay wäre. Ist halt jetzt nur fürs Let's Play ein Kacke. Ja, okay. Ich dachte, er hätte vielleicht auch noch eine Mission, aber nö. Okay. Können wir seine annehmen? Hallo? Kanpai. Okay. Ich heiße Bunta Fusaku. Was? Kanpai? Wir haben seit kurzem einige Probleme. Ah. Mein Boss, Inuo Makoto, sollte für Sato-sama die Aktivitäten im Hafen von Tokio überwachen. Er wurde von einer Gang entführt, die Tokai untersteht. Man hält ihn in der Nähe des Fischmarkts gefangen. Das weiß ich ganz genau. Wir müssen ihn befreien. Sind Sie bereit? Das hört sich sehr dringend an. Also, lass uns rein da. Ich habe übrigens auch mal die Schutzhülle von der Wii-Fernbedienung abgemacht. Weil, war irgendwie, manchmal hat die Wii-Fernbedienung ein bisschen rumgespackt. Und dann, okay, dann muss ich halt mit den Batterien ein bisschen was rumpuschen. Okay, der ganze Hafen ist direkt nach Satos Verschwinden von Fugu Yamadas Gang übernommen. Mhm. Das sind Schmuggler und die arbeiten sicher mit Tokai zusammen. Sie haben Inoue Makoto als Geisel genommen. Lass ihn erstmal labern. Den Boss haben sie wohl noch nicht umgelegt. Wahrscheinlich hält Yamada sich in seiner Lieblings-Sushi-Bar auf. Seit seiner Machtübernahme zeigt er sich gerne in der Öffentlichkeit. Bring ihn zum Reden. Dann kannst du Makoto vielleicht retten. Ja, okay. Und man kann auch leichter aimen. Jetzt einfach nur mit der blanken Wii-Fernbedienung. Also,
Nochmal ein netter Bonus. Waffe können wir nicht ziehen. Der sitzt direkt dort hinten. Einen Moment. Du hättest besser bei Hotel-Coffee-Shops bleiben sollen, Gaijin. Nee, meine Freunde. Moment mal. Wir benutzen erstmal einen Revolver, glaube ich. Mit dem ich ultra scheiße bin. Holy shit. Entspannt euch. Okay, aber wir haben alle. Alter, war ich gerade zu Beginn mega scheiße. Und warum ist der Revolver jetzt auf einmal so schlecht wieder? Da ist ja die Pistole noch besser. Die von ganz am Anfang. Ah, nein. Das nervt mich richtig hart, dass man nicht vernünftig schießen kann. Weil man schießt und dann ist da so eine Pause von, keine Ahnung, einer halben Sekunde drin, bevor man wieder schießen kann. Und bei den Pistols ist es halt so, da kann man halt so ein bisschen durchtriggern. Wenn man versteht, was ich meine. Es nervt einfach mega, dann da erstmal warten zu müssen, bevor man noch einen Schuss setzen kann. So schieße ich mega oft daneben. Haha! Holy shit! Okay, sehr nice, dass es geklappt hat. Und was ich gerade ein bisschen kacke finde, ist, dass es nicht mehr so oft diese Anführer gibt, die man waffnen kann. Ah. So. Okay, nice. Ich hätte sehr gerne wieder diese Anführer, die man halt entwaffnen kann. Ist schon, was ich meine, ne? Mit dem... Hallo. Meine Fresse, hat er wenig Damage bekommen die ganze Zeit. Mit diesen komischen Schlangenzeichen halt über ihren Köpfen da. Die von Anfang an dabei sind, werden genau wissen, was ich meine. Die scheinen hier echt weniger Damage zu bekommen, die Leute, mittlerweile. Scheinen bessere Westen anzuhaben, bessere Munition zu benutzen. Nein! Du Drecksau! Da war eine scheiß Kiste, weswegen ich nicht weiter nach hinten gehen konnte und weswegen ich weiter nach links gegangen bin, anstatt nach hinten. Ah, hier so ein Schlangensymbol, hier, wie hier zu sehen ist. Die haben das dann über dem Kopf und wenn man die entwaffnet... Oh, ey. Okay. Nice. Und wenn man die dann entwaffnet, dann geben alle anderen auf. Das ist ziemlich geil. Hä? Ey, was war das denn jetzt für ein Scheißdreck? Ja. Oh, Alter! Was ist denn jetzt los? Och man, ich will nicht so oft failen. Das ist unangenehm. Glaube, ich red erstmal zu Ende. Ja, es gibt dann so Bosse, die kann man entwaffnen, dann geben alle auf. Und das hätte ich halt gern wieder. Die gab es jetzt viel zu lange nicht. Und jetzt konzentrieren wir uns mal ein bisschen mehr hier auf die Geschehnisse. Damit wir hier auch mal vorankommen. Aber wie gesagt, die kriegen immer weniger Damage. Und wäre ich eben direkt zu dem... Habt ihr das gerade gesehen? Viele Schüsse, der da oben auf dem Truck bekommen hat. Ist nicht down gegangen.
Okay. Wäre ich eben direkt zu der Schussweste gegangen, dann denke ich, hätte ich das sogar machen können. Ah, komm schon. Zack. Nein, das ist jetzt kacke. Ich kann noch nicht mal switchen. Ich kann noch nicht mal die scheiß Waffe switchen. Ja, genau. Er hat gerade automatisch geswitcht. Was zum Teufel? Was ist das für eine Scheiße jetzt? So. Ich damit. Und was war das jetzt? Da ist eine Scheibe zwischen. Warum? Ah, okay. Dann scheint einfach nur eine Kugel durchgegangen. Okay. Komm schon. Nice. Okay. Und ich denke, wir holen uns jetzt mal ein paar mehr... Hä? Was soll das? Ein paar mehr Respektpunkte. War gerade mega dezentralisiert. Der Cursor. Ich habe auf seinen scheiß Kopf geklickt. Holy shit, was soll das? Ich stehe direkt vor ihm. Schieß ihm ins Maul mit der scheiß Shotgun. Okay, jetzt aber. Das war ein richtig cleaner Headshot. Er kriegt einfach keinen Damage. Gerade, das sah gerade aus wie so eine mega geile Waffe mit Silencer. Aber gut. War eigentlich klar, dass es... müsste mir eigentlich klar sein, dass es keine solche Waffe hier im Spiel gibt. Aber gut. Hätte ja sein können, dass ich mich einfach nicht mehr dran erinnere. Deswegen hatte ich so ein bisschen Hoffnung, dass es eine coole Waffe hier gibt. Und wo geht's weiter, wenn nicht da? Ach. Okay. Interessant. Aua. Aua. Innerhalb von einer Minute 10-mal zuschlagen, meinst du? Kriegen wir hin. Ja, die Übung hat geholfen. Einfach mal ein bisschen Schwerthieb spam. Okay. Wo geht's weiter? Ach so. Ich meinte ja, ich kann mich nicht mehr an die ich kann mich ja vielleicht nicht mehr an die Mission erinnern und genau so ist es auch. An diese Mission erinnere ich mich so gut wie gar nicht. So manche Szenen kommen mir bekannt vor. Zum Beispiel eben das mit den Trucks halt. Also da unten da, diese Passage. Aber wirklich dran erinnern tue ich mich nicht. Klingelt ein Telefon. Im Büro? Ah, Moment. Hier kommen wir rein. Was war das denn? Okay, bringen wir die Sache zu Ende. Hast du Angst? Nö. Aber du solltest Angst haben, mein Freund. Aua. Okay, man kann nicht blocken, während man sich bewegt. Was ist denn? Was soll denn sein? Hallo, ich hab nach links geschlagen. Warte mal kurz. Das geht mir ein bisschen auf den Sack. So, Steuerung, Schwertbewegung, kurze Bewegung. Aua. Okay. Geht schon ein bisschen besser.
Aber irgendwie schlägt er trotzdem ein paar Mal diagonal, wenn ich eigentlich gerade schlage. Also normal waagerecht. Komm, mach jetzt. Nice. Komm, noch einmal. Machen wir einfach... Ah, aua. Scheiße. Machen wir einfach so und dann so. Tu mir bloß nicht weh. Okay. Sonst erfährst du nie, wo diese alte Ziegenbock Makoto steckt. Steck dein Schwert ein, dann zeige ich dir den Weg. Ach, wir können ihn jetzt killen? Ach so, ich hab nichts gemacht. Ich hab tatsächlich nichts gemacht. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke, das gehört zur Story, dass man ihn verschont. Oder ich habe einfach ein bisschen zu lange gewartet, bevor ich was gemacht habe. Kann auch sein. Also ich hätte ihn so oder so verschont wegen der Respektpunkte. Aber ja, wie gesagt, ich habe nichts gemacht in der Situation gerade. Ja, dachte ich mir schon, dass wir hierher müssen. Früher oder später. Okay, Makoto, der Mann, den du suchst, wird auf diesem Schiff der Satakemaru gefangen gehalten. Ich habe ja gesagt, dass Tokai Druck gemacht hat, aber das ist alles nur Politik. Deswegen lebt der alte Sack noch. Ich habe ja nichts gegen ihn. Alles klar. Dann rauf da. Aber ich sehe gerade, anscheinend werden jetzt alle Missionen Zweiteiler, weil wir sind schon wieder bei ja, 22 Minuten ungefähr angekommen. Oder so, wir sind sogar schon drüber, besser gesagt. Und ja, so 20 Minuten bis halbe Stunde pro Part ist ganz geil. Also mache ich hier einfach einen Cut. Bedanke mich erstmal fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis demnächst und ciao.